Guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den TSV Hannover. Ich begrüße die beiden Trainer, Rüdiger Ziel und Rüdiger Harlin, und darf Ihnen jetzt erzählen, seine Einschätzung zum Spiel. Ja, hallo. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, sehr, sehr bitter für uns. Erste Halbzeit war, denke ich, ausgeglichen mit einem ordentlichen Start von beiden Mannschaften für Drittliga-Verhältnis. Ich glaube, dann hat Mitte erste Halbzeit Wiesbaden das Kommando übernommen. Gegen Ende der ersten Halbzeit waren wir dann besser im Spiel, hatten unsere Ballbesitzphasen, auch Balleroberung. Glaube ich, gehen wir mit einem gerechten Unentschieden dann auch in die Pause. Und ich glaube, so eigentlich die Hoffnung dann nach der roten Karte auf den Sieg. Aber wir hatten dann in der Überzahl keine Ruhe im Ballbesitz, dass wir uns wirklich was rausspielen konnten, waren zu hektisch einfach im Positionsspiel. Das heißt, wir sind im Grunde in Unterzahlsituationen nach vorne reingerannt und haben den Ball zu wenig laufen lassen. Und Wiesbaden hat es abgeklärt gemacht, auch selbst Ballbesitzphasen gehabt. Und natürlich ärgerlich, dass wir dann durch eine Eckballsituation und eine Strafstoßsituation nachspielzeit das Ding verlieren. Trotzdem muss ich einfach sagen, wir verursachen einfach zu viele Freistöße, Elfmeter. Das begleitet uns einfach und dann, das müssen wir einfach dazulernen, müssen wir einfach abstellen, um wirklich Punkte zu holen. Weil ich glaube, die Moral war da, auch nach dem Rückstand. Ich glaube, eine Aktion, die wir sauber ausspielen, das Unentschieden machen, aber haben uns um den Lohn gebracht durch unnötige Fouls, wo dann auch Wiesbaden dann immer wieder nach vorne gekommen ist, immer wieder gefährlich wurde. Von daher ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, dann gerade zu dem Zeitpunkt auch das Tor zu kassieren. Wir müssen einfach diese Fehler abstellen, um im nächsten Spiel einfach punkten zu können. Danke. Vielen Dank, Herr Ziel, Rüdiger, und deine Einschätzung. Ja, in der ersten Halbzeit, erstmal danke für die Glückwünsche. In der ersten Halbzeit waren wir natürlich nicht zufrieden. Ja, wir haben zwar viel Kontrolle gehabt, so nach 10, 15 Minuten, aber wir hatten keine Zielstrebigkeit, keine Bewegung in unserem Spiel, keine Aktivität. Ja, dann ist es eben auch schwer, dann dem Gegner wirklich auch richtig weh zu tun und wirklich in die eigene Hälfte reinzudrücken, ins letzte Drittel reinzudrücken. Deswegen war ich mit der ersten Halbzeit natürlich nicht einverstanden. Das war zu wenig. Da müssen wir uns auch von Beginn an weg steigern. Und das haben wir dann mit Beginn der zweiten Halbzeit getan. Deswegen konzentriere ich mich bei meiner Analyse eher auf die zweite Halbzeit, weil das ist das, was wir eigentlich verkörpern wollen. Wir hatten viel Aktivität, wir hatten eine unglaubliche Leidenschaft auch im Spiel, wir hatten eine Klarheit im Spiel. Wir waren schon vor der roten Karte in zwei, drei sehr, sehr guten Situationen, wo wir dann auch den einen oder anderen Freistoß rausgeholt haben, wo wir in die Box eingedrungen sind. Einfach viel, viel mehr Aktivität drin gehabt als in der ersten Hälfte. Und durch die rote Karte hat sich nochmal so ein bisschen Mentalität gezeigt, ist dann einfach die Mannschaft nochmal ein bisschen griffiger geworden, hat gesagt, okay, jetzt wollen wir das Ding natürlich auch mal in Unterzahl versuchen, noch auf unsere Seite zu ziehen, dass dann natürlich klar ist, dass man eher versucht, den Ball in die gefährliche Zone zu spielen, das Mittelfeld zu überbrücken, weil wir eine Unterzahlaktion sind. Das ist klar. Trotzdem hatten wir immer wieder gute Momente, wo wir den Gegner auch mal laufen haben lassen, was dann wichtig ist in solchen Phasen. Und wir waren einfach auch dann gefährlich in Richtung Box unterwegs, haben dann einige Standards geholt. Machen das 1-0 und dann müssen wir das Ding dann eigentlich gut zu Ende verteidigen. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass der Ausgleich passiert. Ja, natürlich war das Übergewicht dann da durch die Überzahlsituation, aber wir haben es eigentlich immer sehr, sehr gut wegverteidigt und dann kam eben diese Flanke auf den zweiten Pfosten. Muss ich nochmal genau angucken. Auf jeden Fall waren wir zu langsam, zu spät in der Mitte zum Verteidigen. Das darf uns nicht passieren. Dann kommt der Ausgleich und wie die Mannschaft dann aber trotzdem nochmal zurückgeschlagen hat, das ist phänomenal, das ist gut. Das ist ganz, ganz wichtig für unseren Spirit in dieser Saison und wir brauchen das. Wir haben jetzt das zweite Spiel in letzter Sekunde gewonnen. Die Anfangsphase ist immer sehr, sehr schwierig, vor allem nach so einem großen Umbruch, den wir im Sommer hatten. Und wir müssen und werden uns steigern. Und wichtig ist, dass wir im Moment die Punkte holen. Die haben wir geholt und deswegen werden wir genauso weitermachen und versuchen natürlich unser Spiel von der ersten Minute an so leidenschaftlich zu führen wie in der zweiten Halbzeit. Vielen Dank, Rüdiger. Es gibt eine Nachfrage von Matthias Schlinger von Picker. Neben Hofzahn stand aus Danic zur Einwechslung bereit. Wer hat euch den Sieg gerettet durch den entscheidenden Hinweis? Ja, da habe ich ja Co-Trainer. Ja, wir wollten, den einen wollten wir schonen, den anderen wollten wir aufgrund der taktischen Situation auswechseln. Da wir erst wieder Halbzeit schon mal gewechselt haben, müssen wir uns eben auch an gewisse Dinge gewöhnen. Ich bin froh, dass mir der Fehler nicht passiert ist, dass mich meine beiden Co-Trainer darauf hingewiesen haben. Ja, und von daher ist es sehr, sehr gut. Selbst aus dem Publikum kam der ein oder andere Zuruf.
genauso muss es sein. Ja. Von daher kann uns auch mal ein Fehler passieren. Der ist uns zum Glück nicht passiert, weil wir alle aufgepasst haben. Und deswegen sind wir ein großes Team, wo jeder seinen Beitrag dazu leisten muss. Und war natürlich ein bisschen Hektik durch die rote Karte und alle drum und dran. Und dann wäre es uns fast passiert wie im Herrn van Bommel in Wolfsburg. Aber wie gesagt, zum Glück bin ich ja nicht allein an der Linie, sondern habe eben auch den einen oder anderen, der mir da unterstützt und der mir hilft. Und Paul war auch noch daneben. Und von daher haben wir genug Jungs und Leute, die da im Hintergrund die Hilfe leisten. Auch da nochmal Dankeschön. Vielen Dank an beide Trainer, unseren Gästen. Ich wünsche eine gute und sichere Heimreise und Ihnen noch einen schönen Resttag.